Alles klar, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir dann zum nächsten Thema übergehen. Michael, was hast du denn für uns mitgebracht, Schönes? Dazu müsste ich wissen, habt ihr Skyrim oder Vergleichbares gespielt? Ja, Also, was ist, hä, was ist was ist vergleichbar? Was Skyrim? ist Skyrim? Ich hab Was? Zelda gespielt, Nee, ja klar. Ich habe Nee, auf meinem das. Let's Play-Kanal 600 Videos zu Skyrim. Ich würde sagen, Ich hab's gesehen, ich ja. hab's Ich hab's gespielt. gesehen. Deswegen dachte ich mir, das Thema könnte auf jeden Fall für dich gut sein. Nein, das ist eigentlich das Spiel, das ich in letzter Zeit als einziges noch spiele. Ich bin jetzt bei 150 Stunden und ich komme heute mit dem Thema, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, wie zum Beispiel Identität in Skyrim geschaffen wird, also von dir selbst oder vom Spiel, weil du ja eigentlich von Beginn an in diese Mythos, in diese Ich bin der Auserwählte Rolle reingedrückt wirst und das irgendwie immer, je weiter es geht, desto immer skurriler wird das, weil ich bin jetzt am Ende, ich bin Anführer von jeder Fraktion. Ich habe meine Seele, ich glaube, 10 verschiedenen dädrischen Dämonen verschrieben. Ich bin gespannt, wer die dann eigentlich bekommt und ob die die aufteilen. Und ich habe mir eben einfach mal überlegt, habe ich multiple Persönlichkeiten bei diesem Spiel oder ich führe ein Doppelleben oder ein Achtelleben, Bro, keine Ahnung. Bro, das klingt irgendwie so, als wärst du eine Skyrim-Ho. Jetzt mal ohne Spaß, du Ja, vielleicht bin weil ich es ein bisschen, ja. Nein, Naja, aber ich habe mir eben. das Sorry, ist ich doch habe. so ein bisschen dieses Problem von diesen Bethesda-Sachen, die einfach nie halt Stopp sagen können. Die können halt dem Spieler nie Nein sagen. Die müssen dir halt immer erlauben, alles zu jeder Zeit zu machen und dahin zu wechseln, das zu machen. Deswegen gehst du irgendwie von dem Magier zu der dunklen Bruderschaft zu was komplett anderem über und bist einfach so Jack of all Trades, perfekt zu jeder Zeit und machst halt und kannst halt irgendwie alles machen. Also das ist halt auch sowas, was mich bei den Spielen halt irgendwie immer gestört hat, dass die nie die Eier haben, die einfach mal in einem Playthrough eine bestimmte, du hast dich jetzt dafür entschieden und dann kannst du das halt nicht mehr machen. In Morrowind war das tatsächlich noch der Fall. Da haben sich die Kriegergilde und die Diebesgilde überschnitten bei einer Mission. Und dann musste man sich für eine Gilde entscheiden. Weil das war nämlich Okay. das Geilste The Witcher 2, dass du wirklich am Ende vom ersten Akt sagen musstest, hip oder hopp, welche Seite wählst du? Und dann spielst du auch den zweiten Akt nur auf der Seite. Und dann machst du halt nur die Story-Quests davon und dann machst du auch nur die Side-Quests davon. Und das hat halt so, das hat sich dadurch ein bisschen lebendiger und echter angefühlt in der Welt. Und bei Skyrim habe ich halt immer so, ich habe halt nie das Gefühl, dass das eine echte Welt ist. Ich habe halt immer das Gefühl, ich bin halt hier wirklich in irgendeiner Perfektionssimulation, die nur für mich den großartigen Auserwählten Ja, erschaffen genau. wurde. Nein, ich meine, du bist die historisch wichtigste Persönlichkeit und ich finde es halt ironisch, wenn du diesen Bürgerkrieg zu Ende austrägst, dass man dich dann letztendlich gar nicht zum König ernennt, sondern immer noch Mädchen für alles bist, der sich halt um alles kümmern muss. Deswegen, ich finde es halt lustig, wenn du es vergleichst mit Fallout 3, New Vegas, Fallout 4 oder Oblivion. Du hast halt wirklich keine richtige Geschichte außer die des Auserwählten, weil bei Fallout 3 warst du ein Kind, das nach seinem Vater sucht. In Fallout 4 bist du ein Vater, der nach seinem Kind sucht. Und in Fallout New Vegas bist du irgend so was Littlefinger-mäßiges, das halt der Intrigant zwischen allen Parteien ist und es wirklich total absurd ist, wenn du bei Skyrim halt Anführer von jeder Partei bist und ich mir denke, ich bin doch hier eigentlich der krasseste Babbo, was wollt ihr eigentlich noch von mir? Also ich muss auch sagen, dass ich bei den Elder Scrolls-Spielen am meisten aus den Spielen ziehe, wenn ich halt selbst Roleplaye. Also ich fange dann auch immer einen neuen Charakter an, der dann halt bestimmte Dinge tut. Ich mache dann zum Beispiel halt irgendwie einen Schleichcharakter, der dann vielleicht die Diebesgilde und die Dunkle Bruderschaft macht, aber der ist dann nicht noch Magier und irgendwie Anführer von dem und dem und keine Ahnung was. Ich Aber hat das finde, so einen das beißt sich. Wiederspielwert, dass du halt nochmal von vorne anfängst und dieselben Quests spielst und die ja vielleicht mal so zwei, drei Ausgänge haben? Also man muss ja nicht immer dieselben Quests spielen. Also bei Skyrim hat man natürlich diesen Grundanfang mit diesem Drachending, dass man halt durch dieses Dorf rennen muss. Da gibt's dann aber auf dem PC auch wieder die praktische Sache der Mods. Also ich habe zum Beispiel eine Mod, dass man seinen Anfang auswählen kann, dass man irgendwo in der Welt halt anfängt. Und so fange ich dann halt immer wieder halt kleine Charaktere an und ich schränke mich auch da ein, was ich halt skill. In Skyrim habe ich zum Beispiel nie Schmiedekunst und Verzauberung gleichzeitig geskillt, weil der Charakter sonst total OP ist.
Und das wird dann langweilig. Also man muss sich immer selbst so Grenzen setzen und ja halt wirklich so ein bisschen Roleplayen oder eigene Schranken irgendwie aufstellen, damit man aus dem Spiel irgendwie das meiste rauszieht, finde ich. Ich fand's halt total... Ja, aber das... Wer will dir? Nee, erzähl du ruhig. Okay. Nee, ich fand's halt interessant. Ich habe mir den DLC Hearthfire noch dazu geholt, wo du halt noch... du konntest sowieso schon heiraten und du kannst ja noch Kinder adoptieren. Und ich fand's halt immer total absurd, weil ich meinen ganzen Loot halt zu Hause gepackt hatte. Eigentlich totaler Kleptomane, eigentlich alles aus der Welt gestohlen hatte, was sich wahrscheinlich in meinem Haus befindet. Und dann komme ich halt von irgendeiner blutrünstigen Quest zurück und dann empfangen mich meine Kinder und ich denke mir immer so, eure Mutter erzählt euch sicherlich nicht, was ich da draußen mache, aber es erscheint mir dann total absurd, obwohl ich hier Welten rette, dass ich mit meinen Kindern Fangen spielen kann und ich kriege dann total die Probleme, das unter einen Hut zu kriegen. Ja, Kinder, helft Papa, sein Blut aus dem Gesicht zu wischen und meine 200 Besen aus dem Rucksack zu holen. Ich finde das halt total absurd. Das ist halt gerade diese multiple Persönlichkeit. Das ist halt am absurdesten, wenn du in dem Waisenhaus bist und die Person dich fragt, warum du dein Kind adoptieren willst, also welche Glaubwürdigkeit du mitbringst. Und du hast einfach mal in den Dialogoptionen eine Auswahl von 6 Möglichkeiten. Ja, ich bin Assassinenvorsteher, ich bin Direktor einer magischen Schule, ich bin Diebesgilden, ich bin das Drachenblut. Ich denke mir so, okay, was nehme ich denn jetzt davon? Aber ich bin der geilste Headhoncho aller Zeiten, her mit dem Kind. Das ist aber auch sowas, das merkst du auch in den Mechaniken selber, dass dir vom Skilltree, du kannst ja alles machen. Du machst ja, sobald du irgendetwas benutzt, wirst du darin besser. Und das gibt dir eben die Möglichkeit, alles gleichzeitig zu machen. Im Gegensatz zu jetzt einem Skilltree mit festen Punkten. Das ist ja dieses, was Markus gerade eben meinte, mit Roleplaying. Das musst du ja wirklich, du musst dich ja selber limitieren, um das machen zu können. Wohingegen du jetzt zum Beispiel bei einem alten Fallout 1 oder 2 hast du geroleplayed, indem du die Punkte so gelegt hast. Du musstest eine bestimmte, also du musstest ja eine bestimmte Rolle einnehmen, um eben wirklich vernünftig irgendwas machen zu können. Wenn du deine Punkte auf alles ein, zwei Dinger gelegt hast, dann wurdest du halt sofort totgefistet direkt. Also du musstest dich ja eben basierend auf diesem alten GURPS-System, was die ja übernommen haben, musstest du dich ja festlegen und dadurch entstand ja auch dieses Roleplaying und du hast dann eben beim nächsten Mal gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt nur mal einen Charakter, der mit Fäusten kämpft und das ist und diese Alliance dann trifft. Das ist ja auch von den Entscheidungen, die du innerhalb der Quests genommen hast, hast du ja auch wirklich, das war dann kein gut oder böse System, sondern du hast einfach wirklich, hier habe ich jetzt die Entscheidung getroffen und damit eben so die Welt verändert. Und das ist halt auch sowas bei Skyrim. Du triffst dann diese ganzen, ja, also Entscheidungen, aber zumindest machst halt diese ganzen Quests, aber die Welt fühlt sich halt nicht verändert an. Also irgendwie bist du überall der Beste und hilfst Leuten oder rettest irgendwas, aber die Welt fühlt sich am Ende irgendwie genauso an wie vorher. So irgendwie so. Und ich habe, wie gesagt, dieses Gefühl, dass einfach Bethesdas Weg ist, zu sagen, okay, jeder Spieler kann halt zu jeder Zeit das machen, was er möchte und haben halt Angst, irgendwelche Leute zu verprellen. Weswegen du jetzt auch bei Fallout 4 das Skillsystem hattest, dass du einfach immer weiter leveln kannst, um irgendwann wirklich alle 200 Skilltrees irgendwie voll zu haben, wenn du einfach nur lang genug spielst. Und das ist dann so, ich weiß nicht, das fühlt sich für mich alles so weich gewaschen irgendwie an. Ja, ist es leider auch irgendwie so konsequenzlos. Das ist tatsächlich sehr schade, finde ich. Und sie gehen halt auch immer mehr diesen Weg. Also, wie gesagt, bei Morrowind gab es noch so Überschneidungen und da konnte man nicht alles machen. Und ja, Oblivion war dann auch noch mehr in diese Richtung, dass man halt alles machen kann. Und da wurde man dann auch wirklich überall immer Anführer der Gilde. In Morrowind war das, glaube ich, noch nicht der Fall. Ich finde halt blöd, dass man da noch immer der Anführer ist. Man schlägt dann irgendwie immer jemand vom Thron der Gilde, der irgendwie seit Jahren das macht und sein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet. Und man, keine Ahnung, macht so in einer Woche dann alles. Also in Morrowind war man, glaube ich, nicht überall der Anführer und es gab noch diese Limitierung, dass man zum Beispiel bei den Skill, also man hatte so Skillwerte, die man für die Ränge erreichen musste, wodurch der Fortschritt viel schwerer zu erreichen war. Also man musste, glaube ich, irgendwie dann bei den späteren Rängen dann ein Skill auf 100 haben und andere auf 75, was jetzt nicht so ganz ohne ist. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, Oblivion, du kannst das Spiel auf Level 1 durchspielen, wenn du nicht schläfst. Wenn du, also du levelst ab, indem du schläfst und wenn du nicht schläfst, kannst du das Spiel tatsächlich auf Level 1 durchspielen. Und das ist einfach scheiße.
Das ist ja eh so, dass die Gegner halt mit dir mitleveln. Das heißt, du hast ja gar keine Gebiete mehr, in denen jetzt die Gegner den und den festen Level haben und du levelst dann eben hoch. Das ist ja, das war auch, glaube ich, so was mich damals so mega abgeschreckt hat, weil ich dann dachte, ja, okay, jetzt level ich hoch und dann kriege ich halt neue Skills, aber die verändern nicht die Art und Weise, wie ich wirklich spiele, weil dann drücke ich jetzt halt, als statt irgendwie der Taste für den Zauber, drücke ich jetzt halt die andere Taste für den Zauber und dann kommt eine selbe, genauso langweilige Animation und dann ist der Gegner halt, macht halt mehr Schaden, aber je weiter ich auflevel, desto mehr Schaden verträgt der Gegner auch. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir dann so noch die letzte Motivation geraubt, die Sachen da weiter zu spielen. Ja, also gerade was cool ist zum Verbessern, in den alten Spielen zumindest, war halt die Magie. Und das haben sie ab Skyrim auch komplett entschlackt. Also früher konnte man sich noch eigene Zauber erstellen und das war dann halt wie so ein Sandkasten, dass man so voll den Blödsinn ausprobieren konnte. Und in Skyrim hast du auch nur noch vorgefertigte Sachen. Also man konnte sich tatsächlich so richtig dumme Zauber irgendwie erstellen und keine Ahnung, Schaden an selbst und keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel mal, ich hatte so einen Kämpfer und der hatte dann noch einen Zauber, dass er dieses Lähmen eine Sekunde, aber irgendwie auf 100 Fuß in Umgebung macht. Und dann kippen einfach alle in der Stadt so einmal um und stehen wieder auf. Das hatte ich mir halt als Zauber erstellt. Sowas ist dann halt lustig. Aber sowas geht auch nicht mehr. Das ist tatsächlich wirklich schade, welchen Weg Bethesda geht. Wie findet ihr das denn generell? Weil ich habe auch das Gefühl, so in den meisten westlichen Rollenspielen, also bei BioWare ist es halt auch ganz schlimm, weil die das seit Ewigkeiten machen, ist man ja immer, man ist immer der Auserwählte. Man ist immer der wichtigste Mensch der Galaxie. Und in, was war das jetzt, in Dragon Age Inquisition ging es ja dann so weit, dass du halt direkt von Anfang an jetzt, ja, ich bin jetzt der Inquisitor und ich kann halt wirklich über alles die Macht entscheiden. Das war natürlich dann so ein bisschen narrativ hat es dann besser funktioniert, dass du halt nicht diese Momente hattest, so, ich bin ja der Geilste, ich bin der wichtigste Mensch und ich muss hier trotzdem die Bimbo-Aufträge für alle machen. Und da war es halt so, ich habe meine eigenen Bimbo-Aufträge für mich selber ausgeführt. Das war, ich war derjenige, der eben vorne saß und habe die Befehle gegeben, aber ich war eben auch noch so geil und habe sie selber ausgeführt. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, ich hab's irgendwie lieber, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich bin halt Teil des Universums und bin halt nicht immer der perfekte irgendwas, sondern eck eben auch mit den Leuten an oder so und kann halt bestimmte Sachen einfach da nicht machen in einem Durchgang. Also das macht für mich halt persönlich irgendwie so die Erfahrung dann besonderer. Was ich mir immer gewünscht habe bei so einem Rollenspiel ist, weißt du, dass ich quasi dieses Spiel normal spiele und dann hast du deine Aufträge und führst das normal durch und so weiter, aber dass dir die NPCs in der Welt trotzdem nicht die Anerkennung für deine Taten geben, weil es irgendwo da draußen einen Typen gibt, der irgendwie das, was du gemacht hast, in noch krasser geschafft hat, okay? Von wegen, du hast ein Monster geschlagen, irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie so ein einäugiges Riesenvieh und so weiter, aber stellt sich raus, der andere hat so eine Planetenschlange irgendwie fertig gemacht. Irgendwas, was 10-mal krasser ist als alles, was du gemacht hast. Und dass das ganze Konzept des Spiels drauf aus ist, dass du versuchst wirklich dir einen Namen zu machen, okay? Und die finale Mission in diesem Spiel müsste es dann wirklich sein, okay, weißt du was, du bekommst deine Chance, du hast die Möglichkeit, das krasseste Ding im ganzen Spiel zu erledigen, aber das wird auch dementsprechend vom Schwierigkeitsgrad her schwer. Das heißt, du kannst dir als Spieler selbst aussuchen, okay, willst du etwas für deine Legende tun oder akzeptierst du einfach, dass du immer diese Niete bist, die im Schatten des anderen Typen steht? Sollte das nicht mal ursprünglich so eine Idee von Fable 2 gewesen sein? Echt? Ich weiß nicht, aber wie du es sagst, klingt es nach Peter Molyneux, ja. Weil ich weiß ja auf jeden Fall, dass das Spiel das schon ab dem ersten halt dieses System integriert hat, dass das so wie du, also natürlich total auf einer lächerlich einfachen Ebene, aber dass so wie du eben interagierst, von den Leuten anders wahrgenommen wirst. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass Fable 2 das auch so machen wollte, dass es halt mehrere Helden in dieser Welt gab und du dann eben auch so zu dem Helden eben aufsteigen würdest, weil das, was du sagst, finde ich halt auch persönlich mega cool. Ich mag ja generell so Spiele, wo du irgendwie Ränge aufsteigst innerhalb der Handlung. Also zum Beispiel hier bei selbst wenn es jetzt Singleplayer-mäßig Story-fokussiert ist, wie bei dem No More Heroes, finde ich das halt mega cool. Aber auch jetzt Tony Hawk's Project 8 hatte das auch, dass du halt so, ich bin jetzt Platz Nummer 200 und muss mich halt hocharbeiten. Und dann hast du halt auch innerhalb der Kampagne andere Skater getroffen in Events, die dann Ränge über und unter dir waren und bla 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 und bist halt immer weiter hochgekommen. Und das fände ich eigentlich von so einem RPG eigentlich total geil. Vor allem, wenn du dann noch so diesen wirklichen Hass dann auf den entwickelst. Mhm. Und dann finde ich es noch interessant, wenn er nicht einfach, weil die simple Form wäre halt,
am Ende stellt sich heraus, der Oberheld ist halt voll der Bösewicht und bla 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 und jetzt musst du ihn eh besiegen. Sondern ich fände es halt viel interessanter, wenn das eben eigentlich wirklich jemand ist, der auch total super ist und den genau, du eigentlich selber magst und bei dem du irgendwie so ein schlechtes Gewissen hast, ihn zu übertreffen, weil er eigentlich wirklich total super ist. Also so, du kämpfst quasi gegen Batman an oder so. Genau. Oder gegen Superman in der Welt. Oh, es wäre so gut, wenn es dann ein Szenario gibt, wo du dich halt entscheiden musst, machst du das oder das? Und das eine sorgt dann dafür, dass dich wirklich alle NPCs in dieser Welt hassen. Ich stelle mir nichts schöner vor, als wenn ich so ein RPG spiele, wo ich potenziell Dating-Möglichkeiten hätte, aber alle Frauen in dem Spiel hassen mich wegen einer Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dann gehst du wirklich durch das gesamte Spiel, durch eine gesamte Open World, wo dich alle Frauen in dieser Welt hassen, bis du dann diesen einen NPC triffst, der irgendwie auf einem Berg oder so lebt und gar nicht weiß, was für einen Fehler du gemacht hast. Und bei der Person hast du dann die Chance, nochmal zu punkten, indem du andere beeindruckende Sachen machst, weißt du? Oh, das wäre so gut. Das wäre mein Leben. Das wäre mein Leben. Ohne Spaß, das wäre das ultimative Spiel. Wenn Peter Molyneux mir das bieten kann, werde ich ihm alles verzeihen, was er bis jetzt verbockt hat. Also du meinst wirklich bieten im Sinne von geben oder bieten im Sinne von er verspricht es dir in irgendeiner Kickstarter-Kampagne? Ich meine den Anti-Molyneux-Effekt. Das heißt, er darf nicht nur darüber reden, er muss es auch abliefern. Weil ich werde das nie vergessen. Ich habe irgendwie letztens nochmal seine E3-Talks zum allerersten Fable angehört. Alter, was der da für einen Scheiß aufgetischt hat. Wenn du hier in der Vergangenheit den Samen in den Boden drückst, dann springst du in 20 Jahren einen Baum raus. Boah! Und wenn du dann, wenn der Baum 10 Jahre alt ist, dann da reinritzt, dann wird die Ritze größer, je älter der Baum wird. Boah! Und das ist einfach nur, das ist, weißt du, der kann dir das halt wirklich geil verkaufen. Du sitzt ja, dann so, weißt du, wie das Spiel geworden ist. Ich weiß ja, wie in Anführungszeichen Kacke Fable geworden ist. Aber du sitzt dann da, aus 20 Jahre später guckst dir das irgendwie von 2001 und du glaubst es nicht wieder. Ja, Peter, bitte. Er verkauft es einem so, man will es ihm einfach glauben. Ja. Ich will in der Timeline leben, wo das wirklich alles passiert, was er sagt. Ja. Ohne Scheiß, es muss eine Timeline geben, wo Peter Molyneux alle Versprechen umgesetzt hat und in der Hideo Kojima wirklich Silent Hills gemacht hat. Das muss in derselben Timeline sein. Da kann auch sonst der Dritte Weltkrieg ausgebrochen sein, ist mir scheißegal. Solange ich die beiden Sachen habe, ist es die beste Timeline. Ey, ich weiß noch, Peter Molyneux war wirklich der erste Name, den ich damals so 2000 oder 2001 über Giga Games kennengelernt habe. Der erste Entwickler, dessen Namen ich kannte. Und schon damals haben die Jungs gesagt, ey, das ist der sympathischste Mensch aller Zeiten, aber irgendwie labert er immer nur Scheiße. Und das war schon 2001. Ja, aber wenn du das auch von Leuten, das war, glaube ich, in irgendeinem Podcast von Stay Forever, hier mit Gunnar Lott und Christian Schmidt, wo ich glaube, der Gunnar war das, der auch mal erzählt hat, wie er Peter Molyneux auf irgendeinem Event kennengelernt hat und mit ihm irgendwie zusammen draußen rauchen war. Und er meinte auch so, das ist so der charismatischste, freundlichste, netteste Mensch und genau wie das eben sagtest, so, du willst ihm das einfach glauben. So, der hat diese Vision und es ist ja nicht so, dass er das im Vorfeld, weißt du, es ist nicht so wie so ein Todd Howard, der zwei Wochen bevor das Spiel rauskommt, sagt, das ist in Fallout drin und nachher ist es halt nicht drin, sondern der halt wirklich diese Vision hat und das umsetzen möchte, aber einfach immer nur so 2 Millionen Lichtjahre zu schnell am Ziel vorbeischießt, was er eigentlich wirklich machen kann. Ich will auch gar nicht. Und das hat ihn jetzt ja mit Godos halt also vollkommen jetzt in den Arsch gebissen. Ja, es gab ja noch dieses krasse Interview, wo er wirklich komplett auseinandergenommen wurde. Ja, der Fall des Molyneux. Ich frage mich echt, ich will gar nicht wissen, wie viel der bei seinen Präsentationen sich gedacht hat, boah, das ist cool, das erzähle ich jetzt und danach irgendwie zu den Entwicklern kam, ja, das muss hier noch rein. Das Ding ist, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass durch so ein Band des Schicksals Peter Molyneux und David Cage miteinander verbunden sind. Weil ich bin mir so sicher. Warte, ich habe tatsächlich eine Theorie, die habe ich tatsächlich für meinen Sportkanal aufgehoben, aber ich kann hier schon mal die UFA testen, weil ich nenne das den Hector Cooper-Effekt. Okay? Da muss man sich das kurz so vorstellen. Hector Cooper war mal Anfang, Mitte der 90er einer der erfolgreichsten Trainer im Fußball, okay? Der Typ, dessen Vita war einfach mega beeindruckend. Zweimal hintereinander in die Champions League gekommen und so weiter. Aber das Ding ist, seine Karriere hat irgendwann aus irgendeinem Grund, den bis heute keiner verstehen kann, einen enormen Knacks nach unten genommen, während gleichzeitig die Karriere
von einem relativ erfolglosen Trainer, nämlich Claudio Ranieri, mega abging, als er dessen Karriere untergegangen ist. Und bis heute bin ich überzeugt, dass der eine von dem Erfolg des anderen lebt. Und ich bin überzeugt, dass David Cage vom potenziellen Erfolg von Peter Molyneux lebt. Weil so unerfolgreich Peter Molyneux mit all seinen Spielen war, desto mehr geht einfach David Cage ab. Ich meine, der arbeitet immer noch an neuen Spielen. Das ist schon, David Cage ist halt immer so die Sache, da weißt du, dass es kacke wird, aber du freust dich irgendwie doch drauf, um einfach nur diesen ganzen Mist zu sehen. Also ich meine, wer damals bei Fahrenheit oder hier Indigo Prophecy diese Dragon Ball Z-Kampfsequenz gesehen und gespielt hat, in einem Spiel, das 5 Stunden zuvor so mega ernst und spannend angefangen hat, der ist einfach so, ja, okay, ich weiß, was ich hier kriege, I'm in it for the ride, let's go. Wie sind wir jetzt eigentlich von irgendwie so Player Agency in Rollenspielen zu David Cage rübergekommen? Das war bei Fable. Alles klar. Ich glaube, das ist auch dann ganz guter Punkt, da dann den Schlussstrich dann zu ziehen.